Moin zu YouTube, ist wieder mal euer René vom Blog. Willkommen zu Minecraft Flight Support Part. Irgendwas. Wir waren ja jetzt mal im besten Gebiet immer noch am Basteln. Erstmal gehen wir knocken. Damit es hell wird in dieser komischen Nachtwelt. Ein Ei. Ein Frühstücksei fliegt. Und patsch. Und ein kleines Hühnchen ist da. Wie süß. Aber darum wollen wir uns ja jetzt nicht gerade mal rumprügeln. Und so ein bisschen Eiche schnoppen. Hier ein bisschen reinquetschen. Ist ja hier dieses Restaurant der Bratgebirge oder wie man das jetzt auch gerade mal nennen sollte. Es So, dann tun wir hier noch ein paar Scheiben ein. Wenn wir passen und schnell welche finden. Nehmen wir einfach mal blau. Ach, hier an der Seite. Oh. Nehmen wir zwei nicht. Nehmen wir die Türen, die wir immer nehmen. Zack. Und zack. Ich glaube, Bilder kann ich jetzt gar nicht dranhängen, weil das... Ah doch. Doch. Vielleicht ein kleines hier. Ein kleines... Oder zwei da. Ein kleines hier. Und... Eins hier. So, da müssen wir eben schnell noch mal jetzt mal das richtige Farbenspiel. Da kommt eine Farbe hin. Da kommt eine Farbe hin. Ja, Huhn, du kannst gleich draußen bleiben. Ich weiß schon, was du vorhattest. Du altes kleines Misthuhn. Wolltest nämlich hier gleich klapp reinschleichen. Bist du schon drin? Nee. Wie sieht eigentlich diese Tür aus? Kannst du vielleicht woanders einbauen, aber nicht gerade... Ne. Was macht ihr jetzt schon? Gleich ein Schwein drin. Kann auch sein, dass es reingehuscht ist. Ein Licht anmachen. Hierhin können eigentlich schon Öfen sein. Mal hier welche hin. Mann, dieses Schwein, das geht mir so auf die Nerven. Hallo Santos, Nachtus. So, dann bauen wir hier noch eben eine Arbeitsfläche rein. So.
Und dann war's das. Okay, wir könnten hier noch. Nee. Aber hier könnten wir noch hier zack und zack. Tulpe. Also hinten wir nochmal eine andere Tulpen aus. Hier gibt es ja gerade vier Farben und schon ist das gegessen. Ich glaube nicht, dass man die da auf die Kante stellen kann. Wäre vielleicht Schmuf? Ne. Leider nicht. Ist aber auch egal. Oh, dann schnappen wir uns schon mal ein bisschen Sand. Und machen hier vor schon mal den Platz fertig. So, zack, 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 zack. Blub, blub und blub. Hier. Dann muss ich nur noch hier wegmachen und dann ist das Haus auch schon gut wie eingekleidet. Und da lang gehen. Hier lang. Zack. Flop. Ist das auch schon mal Wüstenland. Perfekt. Oh, dann werden wir jetzt uns mal um den Bornhof wickeln. Ich lege schon mal eine Wenn jetzt alles so ist, kann das so oder so groß werden. Ja, und in der Mitte drin startet dann die Bahn. Die soll hier hinten wieder ankommen, wo hier so rein und da hinten so raus. Okay, ich werde, glaube ich, weiter noch mit den Gebäuden gehen. Hier. Bis hierhin noch diese Sand und dann noch ein Wegchen mache.
Ich glaube aber auch nur im Zweier- oder Dreierweg, mehr nicht. Und zwei. Aber im Vierer reicht auch. Wie der Haupt, der andere Weg auf der anderen Seite, der hier. 1, 2, 3, 4, yep, ist sogar 4, perfekt. Dann werde ich glaube ich 2 zum Bahnhof auch noch freilassen. Der Digimon eine Vorbereitung, ey. Ah, das eine Haus, deswegen ist er auch so dunkel. Man sollte auch den richtigen Stein nehmen, dann geht er auch. Nee, dann läuft das auch erst, wenn man erst den richtigen Stein nimmt. Ja, ich kann ja auch erst mit Sand auffüllen und dann mit den Steinen, aber dann habe ich ja eine dreifache Arbeit. Zumindest spricht nichts dagegen. So. So, damit ich das nicht nochmal wieder vergesse. So, dann ist das auch schon. Hätte ich jetzt gerade nicht nach oben geguckt, hätte ich das nicht gesehen. Oh, da kann man sich ja für die nächste Folge durch den Kopf gehen lassen, wie der Bahnhof jetzt von Stil her aussehen soll. Ich werde aus so ein Dach drauf bauen, aber ich werde an der Seite noch 2 kleinere Dächer bauen. Das wäre schon mal der erste Überlegung von mir. Will ich vielleicht auch so machen. Da muss ich noch 2, nee, 3 vom Gebäude weggehen. So, dann klopfen wir noch einmal da lang. 2-mal da lang und dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Kann ja mal mir durch den Kopf gehen lassen, wie groß der Bau noch sein soll. Wo ich die Warteschlange schon mal lang schlängeln lasse. Die ist ja auch noch da. Aber dann, wenn der Bahnhof steht, kommt die nächste Attraktion. Wo tue ich mir dahin. Aber trotzdem, weil euch das heute gefallen hat, drückt mir gerne das Däumel da nach oben. Lasst mir ein kleines Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René von Farmblog. Tschüssi.